Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut, warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh? Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft. Getötet. Gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt. Krieg. Tod. Komm schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlampen schreist. Unbezahlbar. Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden. Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen. Gern geschehen. Thank you.
Mundus. Mach dich bereit, Dante. Wenn wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemals! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mundus. Du bist ein Arschloch! Greif ihn nicht an! Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege! So, da fängt es dann an, würde ich sagen. Boah, ich habe Ewigkeit nicht mehr gespielt. Zack. Die Steuerung habe ich noch einigermaßen drauf. Aber ich glaube, es dürfte gehen. So, und auch hier, wie bei jedem anderen Let's Play, dass ich seit neuestem anfange, ich habe ein neues Mikrofon. Okay, zum Auge. Dürfte kein Problem sein. Und jetzt das Auge raus. Wow, sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Der hat coole Moves drauf, Virgil. Muss ich sagen. Teleportieren ist cool. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Ich muss sagen, es ist jetzt spielerisch bis jetzt nicht das Beste gewesen. Hier ist aber bestimmt irgendwas versteckt, so 100%, ich bin mir sicher. Oder auch nicht. Ja, dann wohl nicht. So, ich habe ein neues Mikrofon. Diesmal ein Großmembraner. Und es wäre sehr nett von euch, mir mitzuteilen, was ihr davon haltet. Ob es sich jetzt wirklich besser anhört. Ob es das Geld wert war. Und an sich, alles, was euch einfällt, hilft mir immer weiter. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. So, wir müssen nur seinen Körper töten. Leichter gesagt als getan, aber dürfte möglich sein. So, ich gucke mich hier mal extra etwas mehr um. Ich denke, hier sind doch bestimmt noch einige Sachen versteckt. Nee, aber ich so weit, so direkt sehe ich hier nichts. Da oben? Nee. Ja klar, da muss ich auf jeden Fall mit dem Arbiter durch. Das ist ja auch irgendwie logisch. Ach, ich meine mit Eriks. Hier muss der Arbiter benutzt werden. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine kleine Gegnerwelle. Der Raum sieht schon so aus. Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt ist Virgil da drin. Und ich glaube, wir werden ziemlich wütend jetzt. Dann glaube ich einfach hier lang. Oh, jetzt fängt ja wohl der Bosskampf an. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dagegen machen sollte. Gut, das ist dann wohl der richtige Bosskampf. Oh. Okay. Was mache ich denn dagegen? Das dürfte gesessen haben. Ach so, das gibt nur eine Schockwelle. Dürfte eigentlich auszuweichen sein. Ja, das auch. Oh. Auch Untrümmer, die hochfliegen. Wahrscheinlich werde ich den Boss mehrmals machen müssen, bis ich ihn endlich verstanden habe.
Gut, da hat er die Fäuste wieder weggezogen. Mein Gott, wie soll man denn da ausweichen? Dieser Dreieinigkeitsschlag, oder wie heißt der? Ach, es gibt sogar einen Indikator, der anzeigt, wo das hingeht. Das ist gut. Schade, das war's schon. Gut, da bin ich immer ausgewichen. War halb so schwer. Da haben wir den Indikator gehabt. Ich würde sagen, der Dreher ist eigentlich ganz gut, wobei den kann ich nicht ganz, oh. Ja, toll. Ja, wie soll ich denn da ausweichen, bitteschön? Ich würde sagen, der Einigkeitsschlag hier ist der beste bis jetzt. Okay, das war eine ganz normale Welle. Ist da gerade ein Mensch reingeflogen? Oh, ich bin tot. Ja gut, verwenden wir die Kugel. Geht's jetzt weiter? Was macht er jetzt? Oh, der schießt irgendwas. Sieht nicht gut aus. Oh. Ach so. Einfach, nee. Dämonen reicht ja nicht. Ah, ich glaube, ich muss hier hin. Kann das sein? Ach nee. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich's. Ah. So, da kann man so nicht drauf stehen. Das hatten wir schon mal bei diesem einen Boss, der mir so sympathisch war. Okay, jetzt haut er wieder ab. Jetzt wird er nervig. Okay. Dürfte jetzt nicht so schwierig sein, den hier. Perfekt. Jetzt haben wir irgendwie eine Faust kaputt gemacht. Wahrscheinlich die linke. Und die rechte wird wahrscheinlich noch kommen. Ja, komm, zieh mal dein Auge raus. Da kämpft dann wohl Virgil gegen seinen Körper. Okay, dauert er wieder ab. Der Feigling. Ach nee, nicht schon wieder das. Das hatten wir doch schon mal. Ey, wieso kann ich da nicht dran? Ja, der hat gesessen. Das merkt man schon, dass es dem echt weh tut. Oh. Oh. Ja, der hätte ich ausweichen sollen. Und der hätte ich auch ausweichen sollen. So. Das dürfte es aber gewesen sein. Jetzt dürfen wir genug Schaden gemacht haben. Und die andere Faust ist ebenfalls kaputt. Jetzt das andere Auge rausziehen? Kann das sein? Das wäre zu einfach. Aber wir machen es. Aua. Und hier ist was jetzt? Okay, ich kann mich wieder bewegen. Okay. Das scheint Feuerkugeln zu sein. Keine Ahnung, was die hier so wollen. Ah! Okay, was jetzt? Ach, wieder Feuerkugeln. Das war kein Problem. Ich meine, okay, die Phase scheint anscheinend richtig einfach zu sein. Wow, das macht Schaden mit dem Arbiter. Wahrscheinlich regeneriert jetzt wieder seine Arme und dann können wir das Ganze wiederholen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht so ist. Oh! War's das? Haben wir ihn schon besiegt? Das ging schnell. Ich hab's geschafft. Hm.
War's das jetzt schon? Da hat der Papa Mist gebaut. War das jetzt echt schon die letzte Mission? Ich hoffe mal, das war nicht die letzte. Ich muss sagen, von der Inszenierung war der Bosskampf echt gut. Vom spielerischen her ein bisschen lahm, leider, muss ich sagen. Nächste Mission, gibt's da noch was? Mission 20. Teufelsjäger? Mensch, Nephilim, Teufelsjäger. Machen wir mal, beginnen wir mal. Es geht anscheinend noch weiter. Was ist los? Der Limbus hat sich mit unserer Welt verbunden. Was einst versteckt lag, ist nun klar zu sehen. Die Revolution steht bevor. Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag je erleben würde. Der Anfang des Endes der Dämonen. Die Menschheit wird frei sein. Ja. Frei von den Dämonen. Der Pfad ist frei. Wir können herrschen. Was hast du gesagt? Der Pfad ist frei. Wir können nun herrschen. Worüber herrschen? Über das hier. Über alles. Hörte. Du meinst Vimundus? Nein. Nein. Wir werden nicht wie Mundus sein. Wir werden unsere Untertanen respektieren, nicht versklaven. Untertan? Er meint dich. Er meint Menschen. Ich dachte, wir haben für die Freiheit gekämpft. Wir haben nur für seine Freiheit gekämpft, nicht deine. Denk doch mal einen Moment nach. Die Menschen sind schwach. Sie sind wie Kinder. Sie brauchen Schutz. Nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst. Wir, du und ich, wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet? Wer sonst? Ein Mensch. Cat war hilfreich, aber... Hilfreich? Cat hat mein Leben gerettet. Cat hat Qualen überstanden, um deine Existenz geheim zu halten. Cat hat uns durch den Turm zu Mundus Versteck geführt. Ohne ihre Hilfe hätten wir es doch nie so weit geschafft. Wenn du nicht einsiehst, was für ein Chaos die Menschen verursachen würden. Wenn du nicht die Verantwortung annehmen willst, sie zu beschützen.